jetzt hier Nebel. Wir sind jetzt schon die ganze Nacht gefahren von Seattle zurück in den Süden. In unserem rollenden Hotel. Und so schlafen wir hier alle. Mal als kleine Anleitung, wie man in so einem Van die Plätze verteilt am besten. Ist eigentlich gar nicht so unbequem, wie es aussieht. Wir haben sogar einen Toilettenanschluss. Da, Hose runterlassen. Das Leben auf der Straße ist schon kein leichtes. Aber naja, Rock'n'Roll gehört dazu. Wieder Tagebuch, damit ihr dann wieder was zu lachen habt. Und hier der Leo mit seiner Schaltzentrale. Das ist quasi die dänische Schaltzentrale. Auf der einen Seite fixt er irgendwie. Von hier aus steuern wir die Welt. Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite. Aber nicht die geheimen Programme. Die geheimen Programme. Von Microsoft. Leo, mach mal schneller und mach Nebel. Ich mach jetzt das FedEx-Auto vor uns kommt. So? Warte, ich hab. Boah, Leo, Nebel und FedEx-Truck. Ich mach jetzt, kriegt der wirklich. Was soll ich jetzt zuerst machen? Ich kann nur was machen. Warte mal ganz kurz. Das muss ich noch im dritten Rennen aufbauen. Ich mach jetzt einen Trick, der wirklich funktioniert. Warte? Hey, Leo. Dann kann ich mehr machen. Warte mal, Leo. Lass doch mal ein weißes Auto jetzt uns überholen. Oh ja, Moment. Ja, krass. Krass. Wie hat er das gemacht? So verändern wir die Welt. Endlich wieder zu Hause in Klingenthal. Ja, Flo, ist du da überbimmelt. Oh, schön, danke. Hast du es gut? Flo, wie war das mit den 250 Meilen? Pass auf, ich spiele jetzt mich. Flo, wie weit ist es noch? Warte, Moment. Nein. Also nochmal. Flo, wie weit ist es noch? 250 Meilen. Geil, genau so war's. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Flo, ja. Wo geht's jetzt hin? Also, weit ich weiß, suchen wir jetzt die Redwoods auf. In der Hoffnung, dass dort die Bäume noch stehen. So müssen wir die bestimmt nicht. Also ja, mal sehen, ne? Naja, aber die sind so groß. Also die Sache ist die, ich weiß nicht. Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Doch, ich vermute, dass die Bäume wir in Kalifornien sind. Wie kommst du denn auf diese abwegige Idee? Genau hier auf welche abwegige Idee? 250 Yards, die üblichen 250, sind im Landesinneren von Kalifornien befinden. Weil gerade eben die Fruchtgrenze überschritten worden ist. Fruchtsaftgrenze. Fruchtsaftbeeren, siehst du, meine Grenze ist auch überschritten. Ist natürlich auf die Frage, ob wir irgendwelche Früchte oder Samen mit uns führen, die muss ich ja eindeutig mit Ja beantworten. Sicherlich auch in einer illegalen Menge, weil wir befinden uns in dieser Gruppe ja jetzt schon aber seit geraumer Zeit. Aber in der Ausreise ist die Menge noch viel mehr. Ja, mal gucken. Ne? Von was? Von was ist die Menge noch viel mehr? Bitte selbst denken. Was? Geo, von was ist die Menge viel mehr? Von den Samen. Mitgeführten Samen und Früchten. Na, das ist jetzt nicht mein Problem. Noch nicht. Ja, also wir sind jetzt vorne in den Redwoods ein. Und es sieht schon eigentlich alles recht lustig aus. Man hofft, dass das auf dem Video so rauskommt. Aber es gibt tatsächlich ein bisschen größere Bäume hier. Märchenwald. Ja. Hoffentlich schon mal da ist der
ausgesichtet. Also alles scheiße, nach ausführlicher Recherche, also das heißt einmal hin und her fahren, haben wir festgestellt, hier sind vermutlich nicht die breiten, sondern die hochen Dinger. Ja, dick. Genau, und hier steht immer dran, wie die heißen, genau. Ach, die haben auch noch Namen? Ja. Mhm. Klaus. Mhm. Das ist... John King Tesla. Ist quasi richtig Nationalpark so mit Auto, dass man auch ja nicht die Luft wegatmen tut. Naja, hier können wir ja mal kurz, ich halte mal kurz die Kamera raus. Halt mal an. Ja, das ist doch hier nicht schlecht. Guck. Hier ein Beispiel für Symmetrie in der Natur, der Farn. Bloß mal für die Symmetriefreunde am Bildschirm. Okay, jetzt seht ihr den Stachel. Also, dann sieht man es auf dem Video nämlich gar nicht und dann seht ihr den Baum. Das ist schon ganz schön groß hier. Ja, das kennt ihr schon. Klopft nicht so laut, sonst macht doch jemand auf. 10 Meter übersteigen. Ich glaube, das ist auf Beton. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass das die Wurzel ist, ne? So, grob. Kissel. Weißt du, was die Bäume schon alles gesehen haben? Nix, und? Haben ja keine Augen. Ja. Trotzdem. Die kommen ja auch hier nicht weg. Oder andersrum, weißt du, wer die Bäume schon alles gesehen hat? Das ist was anderes. Hallo, liebe Leute, wir sind im Sequoia Nationalpark, wo die größten und ältesten Lebewesen der Welt stehen. Und wir haben gedacht, dass wir hier am besten mal eine Regel nachstellen können, die wir auf unserer Tour lernen durften. Ja. Und zwar wurde uns von einem wohlgemerkt New Yorker, der natürlich sich da auskennt mit Bären und Wäldern, erklärt, wie man sich vor Grizzlybären schützt. Wir haben ja hier schon einige Grizzlybären-Warnschilder gesehen, weil die gibt es natürlich hier. Und dieser Mann sagte uns... Wohlgemerkt, ist aber wissenschaftlich auch fundiert, die Aussage. Genau, das ist auch wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass Grizzlybären nur vor einer Person Mensch Halt machen. Und diese Person Mensch muss aussehen, wie dieses Objekt, was wir jetzt zeigen. Es muss erstens, die Person Shorts. Muss männlich sein. Zweitens muss sie Shorts tragen. Und ganz wichtig, schwarze Socken. Schwarze Socken. Ja. Okay, und wenn der Grizzlybär einen dann quasi attackt, dann kann man sich nur retten, wenn man eine männliche Person kennt. Mit schwarzen Socken und Shorts. Angenommen, der Grizzlybär kommt jetzt. Oh, Gefahrenverzug. Oh, also, ja, also ja. Schnell, schnell. Und? Ja, kein Problem. Also Shorts und schwarze Socken, alles ist gut mit Grizzlybären. Funktioniert bestimmt auch noch mit anderen Lebewesen, die ähnlich gefährlich sind. Wie zum Beispiel Koalabären. Tschüss. Ja. Tschüss.